Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotela und Häubchen dafür euch in Shadowlands unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus dem Schlund und zwar sitze ich da schon drauf. Das schimpft sich hier Hand von Barmetra und dieses schicke Mount können wir über ein Schlund-Event bekommen. Und zwar ist es so, dass wir alle 2 Stunden hier im Schlund ein Event haben, das heißt Peiniger von Torghast. Das ist hier random, kann es hier im ganzen Schlund spawnen. Es sind wahrscheinlich so 10 Spawn-Punkte. Man sieht es hier auf der Map angezeigt und bei diesem Event ist es so, dass wir alle 2 Stunden quasi dieses Event gespawnt kriegen und das ist immer zur ungeraden Uhrzeit. Heißt so um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr und so weiter. Ne? Und das können wir quasi jedes Mal mitnehmen, wenn das Event kommt. Wir haben aber nur eine Chance von einmal die Woche pro Char, dass wir eine Kiste bekommen. Und in dieser Kiste kann dann wiederum unser Mount drin sein. Die Kiste schimpft sich Truhe des Folterers. Und die kommt dementsprechend von dem Endboss des Events. Ihr seht, das ganze Event ging jetzt relativ kurz. Am Anfang ist es so, um Punkt, also dann jetzt zum Beispiel hier um 15 Uhr, ist das Event hier gespawnt. Dann hat man 2 Minuten Zeit zum Event zu kommen, dann spawnen Mobs, muss man so einen Balken füllen und wenn der Balken gefüllt ist, kommt der Boss und man kann ihn umhauen und dementsprechend bekommt man dann, oh, ich habe einen Transmog-Teil noch rausgezogen, dementsprechend bekommt man hier ein bisschen Seelenasche jedes Mal. Beim ersten Mal am Tag bekommt man auch Ruf, beziehungsweise einmal die Woche halt die Kiste und in der Kiste kann wiederum das Mount drin sein. Das Mount hat eine Drop-Chance von 4%. Ich habe jetzt schon einige Male den umgehauen mit verschiedenen Twinks, also das geht natürlich, dass man mit einigen Chars das farmt und dementsprechend dann auch das Mount rausgezogen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal das Mount genauer an, beziehungsweise auch das Mount Special. Da haben wir es. Das ist die silberne Variante. Es gibt übrigens von den Hand-Mounts noch ein paar andere. Wir können mal gucken. Hand und dann gehen wir mal runter. Es gibt noch quasi diese silberne Version mit blauen Augen. Dann gibt es eine goldene Version und quasi so eine schwarze Version mit roten Augen. Das sind dann aber 4 Achievements. Und ja, jetzt geht es erstmal nur um das Mount hier. Die Emotes müssten alle gleich sein. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist quasi so ein kleines Handschütteln von dem Steinschere Papier, dass ich es nur rausbringe. Und ja, ist auf jeden Fall ein ganz nettes Emote. Die Mount-Lauf-Animation ist auch relativ cool. Ihr seht, mit den kleinen Fingern ist es hier so ein bisschen am Rumhopsen. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Wenn ihr es farmen wollt, wie gesagt, könnt ihr es mit jedem Char einmal die Woche holen. Einfach ein bisschen auf die Timer achten. Und so als kleine Randinformation, ihr seht das Event nur, wenn ihr im Schlund seid. Wenn ihr in Venaris Zuflucht seid oder in Korfia, seht ihr nicht auf der Map, wo es ist. Also da müsst ihr dann einmal aus der Zuflucht rauslaufen oder aus Korfia rauslaufen, dass ihr dementsprechend sehen könnt, wo das Event startet. Gut, das war's mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.